noch einen Kilometer bis zum Äquator. Dann geht unsere Reise auf der Südhalbkugel weiter, wo wir in unserem Leben bisher nur einmal in Australien waren, wie wir festgestellt haben. Alle anderen Reisen waren nördlich des Äquators. Yoda am Äquator. Also wir haben jetzt hier 5 Dollar pro Person Eintritt gezahlt und machen jetzt da dieses kleine Museum. Ein bisschen schade ist, dass wir gerade so bewölktes Wetter haben, denn um 12 Uhr mittags hier steht man auf seinem eigenen Schatten. Also macht man ja immer, aber wirft man den kleinsten Schatten, den man werfen kann. Nord, Süd, Nord, Süd, Nord, Süd. Judith ist in ihre Festung gegangen. Also wir haben gerade gelernt, dass sie hier die wissenschaftlich richtige Erdkarte haben, weil der Äquator die Erde eigentlich nicht in Nord und Süd, sondern eigentlich in links und rechts teilt. Und wir haben auch gelernt, dass das Wort Nord aus Indien kommt und so viel wie links bedeutet. Was Sinn ergibt, wenn man sagt, man steht auf dem Äquator und schaut in die Richtung, in die sich die Erde dreht, dann ist Norden links, der Süden rechts. Na, was sagst du? Unfassbar. Unser Ziel für heute ist es, noch bis zum Nationalpark des Cotopaxi-Vulkans zu kommen. Und morgen dann weiter hinaufzufahren, um dann zu Fuß die 5000 Meter Marke zu knacken. Hier wird man vor vulkanischen Aktivitäten gewarnt. Da ist er, der Cotopaxi in den Wolken. Er wartet auf uns. Wir werden heute kurz vorm Eintrittsgate vom Park schlafen. Und morgen wollen wir dann so hoch wie möglich fahren und dann so hoch wie möglich gehen. Schönen guten Morgen vom Parkeingang des Cotopaxi-Nationalparks. Wir sind gestern um 6 hier ungefähr am Abend angekommen und da konnten wir nicht weiter, weil die Schranke, glaube ich, schon um 3 runtergeht oder um 3 machen sie schon zu zum Reinfahren. Das heißt, wir haben auf 3200 Meter Höhe hier geschlafen und jetzt wird früh um 8, also jetzt gerade, haben sie wieder aufgemacht und jetzt wollen wir mit Yoda so hoch fahren, wie es nur geht. Angeblich führt die Straße oder der Schotterweg bis auf 4500 Meter Höhe und danach schauen wir mal noch, wie weit uns unsere Füße tragen. Es ist kalt draußen, wie man mir ansieht. Es hat irgendwie 2-3 Grad heute Morgen gehabt. Bin jetzt echt gespannt, wie der alte Mann anspringt. 3400 Meter, 2 Grad. Schön die Flammstartanlage mal arbeiten lassen. Aber jetzt werden wir sehen. Thank you.
Ach ja, ihm ist kalt. Spätestens jetzt haben wir einen neuen Höhenrekord aufgestellt. Wir sind auf über 3500 Metern mit Jona. So wie überall, es gibt immer noch Verrücktere. Es gibt so krasse Leute, echt. Fahr mal mit dem Fahrrad auf 3725 Metern genau. Ja, die werden sicherlich noch höher fahren. Ja, sicher. Richtig geil. Ich weiß ja nicht, wie man das schafft, aber irgendwie die Runde noch jetzt raus, hat ja sich der Meer versenkt. So, also heute mal jemanden am Fuße des Cotopaxis aus seiner Schwimmhacke befreien. Das einzige Problem ist, es ist auch dort nichts, wo man den Abschlepphaken wirklich gut festmachen kann, aber mal schauen, vielleicht findet der Mann was. Da hinten werden irgendwie Hochzeitsfotos oder so gemacht. Aber warm ist eigentlich nicht, hat so, keine Ahnung, 10 Grad. Einfach in den Graben gefahren. Der Cotopaxi ist mit 5.897 Metern der zweithöchste Berg Ecuadors und einer der höchsten aktiven Vulkane der Erde. Durch seine regelmäßige konische Form und die Eiskappe auf dem Gipfel entspricht der Cotopaxi dem Idealbild eines Stratovulkans. Der Krater hat am Gipfel einen Durchmesser von 800 x 550 Meter und ist etwa 350 Meter tief. So, wir sind mittlerweile auf 4.400 Meter. Jetzt hat die Drohne entschieden, sie kann nicht mehr höher. Der Name Cotopaxi bedeutet Hals des Mondes, da aus einer bestimmten Perspektive der Mond hinter dem Berg aufgeht. Für eine kurze Zeit steht der Mond als Kopf direkt über dem Gipfel. Der schneebedeckte Teil des Berges kann dabei als Poncho gesehen werden. 4.540 Meter. Ich schnaufe. Der Steiger schiebt sich dann auch brav hoch. Aber die Piste ist echt ziemlich im Arsch gerade. Langsam werden ist nicht wirklich die dritte Option. Die letzte Kehre. Oh Gott, ich hab so Angst, dass hinten irgendwas durch die Gegend fliegt. Scheiße. Steier auf 4,5. Unglaublich. So. Probieren wir es wieder eins.
du warst kein Trocken, jetzt müssen wir mal raten. So kurz vorm Ziel geben wir und Yoda natürlich noch nicht auf. Also noch einmal alles geben und wir erreichen schließlich den Parkplatz. Seit 1738 ist der Cotopaxi etwa 50 Mal ausgebrochen. Hoffen wir mal, dass er sich bis zum nächsten Ausbruch noch etwas Zeit lässt. Also Freunde, ich schnarf ganz schön ordentlich. Das darf aber auch so sein, weil hier ist der Beweis. Es sind ja 4633 Meter. Bis da ist der Dicker jetzt gefahren, brav wie er ist. Und ab hier geht's jetzt zu Fuß weiter. Na dann, los geht's, ha? Hey, hey, hey. Schön Piano, mein Schatz. Mittelschwer. Schau dich mal den Ausblick an, der ist schon echt richtig geil. Klingeling, 4-7. Na, wie läuft's so? Gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, ich find's auch noch okay. Hätte es mir noch schlimmer erwartet. Ja, krieg noch Luft. Wir ziehen jetzt auch schon die Wolken rein. Es lohnt sich also wie immer, früh da zu sein. Wir haben einen Traumtag erwischt. Aber ich glaube auch hier ist am Nachmittag ganz generell einfach zu. Das heißt, wer hier früh da ist, hat noch so einen Ausblick. Hier der nächste Meilenstein. Klingelingeling, 4-8. Wir leben immer noch. Jetzt fühlt sich noch nicht mal schlimmer an. Der Acatenango auf 3,5. Was aber einfach daran liegt, dass wir da 100 Kilo hochgetragen haben, glaube ich. Na, es geht echt noch erstaunlich gut. Zwischenstopp bei dem Refugio hier. Ach, das ist fies. Das riecht nach Essen. Das ist ja gemein. Jetzt so ein kleiner Kaiserschmarrn. Ne? Das ist gut, oder? Das würde ich nehmen. Und weiter geht's. So, nach dem Haus wird es steiler. Viel schneller als so. Jetzt gerade nicht mehr. Puh. Jetzt merkt man es. Da unten ist der Dicke. Klingelingeling. 4,9. Nur noch 100 Höhenmeter. Geil. Leute, Leute, so wie es hier rauf geht, ist echt jeder Schritt ziemlich anstrengend. Aber geil. 4,69. Und da vorne ist der Schnee. Erster Schneeball seit wann? Seit Dezember. Ah, der Ausblick ist echt Hammer hier. Ziehen die Wolken rein. Geil. Wir haben uns heute übrigens nur für
Trekking-Turnschuhe entschieden, um es einfach leicht zu halten und nicht die schweren Wanderschuhe zu schleppen quasi. Und geht auch ohne Probleme. Ja, also Trailrunning-Schuhe reichen hier total aus. Das ist gut. Eine gute Entscheidung. Der Weg auf die letzten 20 Kilometer ist schon ganz schön unbegangen. Das heißt, man macht einen Schritt und rutscht einen halben wieder ab. Aber hey, wir haben 20 Kilometer. Noch 18. 4. Wenn du dir schon fast kaum einen Tritt machst, rutsch dir mal ab. Ich hab's. 5000. Oh fuck, ist mir schwindig. Ja. Also, 5000 Meter. Ich kann's kaum glauben. Ich sag's gleich, runter nehme ich die Stecken. Das ist mir zu heftig da, ohne Stecken runter. Also wenn ihr Stecken habt, nehmt euch definitiv mit. Also, wir haben es geschafft. Da oben ziehen die Wolken. Wir werden jetzt schauen, dass wir da mal wieder einen sicheren Abstieg schaffen. Irgendwie haben wir so ein bisschen den Weg verloren. Mal schauen, dass wir da wieder vernünftig runterkommen. Also Leute, 5000 Meter. Ich packe die Kamera ein. Für den Abstieg brauche ich die Hände. Wir sehen uns später wieder. Handsticker? Gestempelt und sein Pass. Willst du es machen? Das können wir machen, ja. Yo llevo esto a la mesa. Sí, ya lleva la mesa. Esperemos que sí esté. Geschafft! Yeah, wie geil ist das? Da vorne steht der Dicke und jetzt schauen wir mal, wie er auf was 4633 Meter anspringt. Also noch einen netten Plausch gehabt mit dem und jetzt schauen wir mal, ob der Kahn anspringt. Der Toyo da hinten, der Alte hat sich so ein bisschen geplagt. Mal schauen, wie wir uns jetzt tun hier. Step One, wir schauen mal, ob er noch Temperatur hat. Zufällig. Puh, jetzt geht der Wind. Na, dann hoffen wir mal. Auf die Flammstartanlage.
wir erst einige Wochen später festgestellt haben, hatte Yoda es so schwer, weil die Kaltstarts wirklich kalt waren. Aber dazu mehr in einem zukünftigen Video. Das Taxi gibt auf. Umgedreht. Ist hier im Nationalpark übrigens auch erlaubt, zumindest in bestimmten Bereichen. Auch wir peilen für die Nacht einen der Campgrounds an, denn am Folgetag wollen wir noch zu einer kleinen Lagune wandern. Außerdem können wir so den Cotopaxi in der schönen Abendstimmung noch einmal beobachten.